Ja, ich freue mich, dass mein Audio wieder klar wird. Allerdings ein bisschen ärgere ich mich jetzt auch, weil ich war wieder sehr blöde. Ich habe hier die Tore nie richtig eingehangen. Prompt kam Windstoß und hat mir das Tor gegen meine neu gemachte Seite geknallt. Jetzt habe ich eine kleine Delle drin. Ist nicht schlimm, aber scheiße ist trotzdem. Mein Gott, das klebt an der falschen Stelle.
So, das sieht ja schon mal recht gut aus. Aufräumen, Verkabelung machen, Schränke einräumen, Zeug wegschmeißen. Super. Bin fast mit allem durch. Eine Steckdose will ich mir noch verlegen. Die schiebe ich aber erstmal auf die lange Bank. Nicht ganz so wichtig, die brauche ich jetzt nicht ganz so sehr. Aber so ist es wieder jetzt hübsch und wohnlich und ich bin erstmal voll zufrieden. Am Wasserhahn habe ich die Mutter versiebt, um den Wasserhahn festzuschrauben. Aber da hatte ich die rettende Idee. Ich habe mir hier so eine PG-Stützen gekauft. Wie heißen die jetzt heute? Kabelverschraubung mit Gegenmotor. Zu DDR-Zeiten hieß das mal PG-Stützen. Jedenfalls, und die Motor passt hinten auf dem Wasserhahn. Da hatte ich dann die rettende Idee, weil ich die Plastikmotor versucht hatte. Dann hatte ich nur Schellen gekauft. Aber die habe ich gerade wiedergefunden, die hatte ich in die Ölschieferrohre reingetan. Aber jetzt geht meine Wasseranlage auch komplett wieder. Und das tut. Oh. Alles gut. Ursprünglich dachte ich, ich mache keinen Batteriewächter mehr dran. Aber habe jetzt gesagt, jetzt nehme ich ihn doch. Aber habe mir einen besseren bestellt. Der jetzt eigentlich alles überwacht. Weil mit meinem Ladebooster sehe ich bloß, was solarmäßig reinkommt, aber nicht, weil was rausgeht halt. Oder überhaupt was reinkommt. Von der Autobatterie oder von der Lichtmaschine ja auch. Aber du siehst dann nie, was rausgeht. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich denke mal, ich werde es den kleinen nutzen und mal nach der Spätschicht irgendwo übernachten. Heute habe ich keine richtige Lust. Ich soll mich jetzt in die Wanne legen, erstmal ein schönes Bad machen und dann noch ein Video zusammenschneiden. Oder eine Runde Poker spielen. Mal sehen. Irgendwas fehlt mir noch. Ich hatte kein Holz auf Arbeit. Das muss ich mal gucken, ob ich hier welches habe. Weil ich hatte mir ja hier, wenn ich ausklappe mein Bett, hatte ich hier vorne auch wie hier so einen Platz. Aber der war gebrochen beim Festeschrauben. Da brauchst du nicht.
Und mein Bett muss ich nochmal in Ruhe irgendwann mal auseinandernehmen und nochmal neu zusammenschrauben. Irgendwie hatte ich mich das ein bisschen verzogen. Aber da will ich mir mal noch ein paar Winkel kaufen und das ein bisschen anders zusammenbauen. Aber stabil und feste ist es, also von daher ist kein Problem. Ist ein kleiner optischer Fehler, sage ich mal, der mich dann auf Dauer doch ein bisschen stört. So, aber jetzt haben wir uns erstmal ein Bierchen verdient. Und die Kühlbox läuft ja auch schon wieder. Leute, Prost!